willkommen zur deutschen Schule Tokyo Yokohama. We came to Deutsch School Tokyo Yokohama to introduce. Ich glaube, das ist so das kleine Japan in unserer Schule. Das alles andere ist Deutsch, aber hier ist eben ein Tatami-Raum, der ausschließlich japanisch ist und der wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Das ist der Tatami-Raum. This is the Japanese room, which is used for Japanese celebrations. Also das ist ein ganz normales Klassenzimmer. Wir haben hinten noch ein paar von den Computern stehen. Also das ist einerseits ein Computerzimmer, andererseits kann man hier ganz normal lernen. This is an ordinary classroom. This is the classroom and there are computers and desks. Und natürlich gibt es nicht in jedem Klassenzimmer Computer, aber das ist jetzt eins mit dem Computer. Das ist die Schulbibliothek hier. Ja, das ist die School Library. Hier ist unser Computerraum. Wir haben auch größere, das ist jetzt ein kleineres, aber wie man sieht, das sind halt sehr moderne, ja, alles Mac. Ja. This is the computer room and the computers are very modern. They use Apple Mac. Also das ist der Freizeitraum. Hier können Kinder ab der 5. Klasse rein und man kann hier spielen und bauen. Und da vorne gibt es einen Billardtisch und einen Tischtennis-Tisch und alles mögliche. Also, ja. This is the restroom or playroom for the secondary students. The students can play games. This is the smart board which allows the teachers to write with the pens or with their hands, and this is very interactive. Also das ist die Aula. Hier kommen, versammelt sich die ganze Schule jeden Morgen und jede Klasse muss einmal quasi hier irgendwas vortragen oder einen Vortrag oder eine Präsentation oder ein Theaterstück aufführen. Und heute waren es die Viertklässler, die haben Weihnachtsgedichte vorgetragen und ein kleines Theaterstück gemacht. Und ansonsten wird die Aula aber auch für andere Events benutzt, zum Beispiel Konzerte und so weiter. This is the auditorium. It is used for events such as concerts and presentations. And every Monday morning, the school meets and one class presents. And today, the fourth graders presented poems and a play about Christmas. Die Mensa und hier gibt es immer ein Buffet jeden Tag. Jeden Tag ändert sich das Gericht. Und hier sind immer viele Schüler anzutreffen. Jetzt ist keiner da. This is the cafeteria. Students come here too. There's the Caesar's kitchen. Das ist unser Schulschwimmbecken oder Schulschwimmbad. Hier haben die Schüler das Unterricht.
Schulunterricht, Schwimmunterricht, auch Wasserball und so weiter. Und ja, man kann halt sagen, in Deutschland kann quasi jeder schwimmen. Und deswegen machen wir hier auch Schwimmunterricht an der Schule, ab dem Kindergarten. Das können zum Teil die Schüler benutzen, aber auch die Lehrer. This is the fitness room and anyone can. Ja, also das ist unsere Turnhalle. Wie man sieht, können hier die Kinder verschiedene Sportarten machen. Bei Sprung. Das ist einfach eine normale Tanzstunde. Ja, ja. Genau. This is the gym. Students can come here to play and do sports. Okay, also das ist der Schulhof. Hier ist quasi eine Fläche, wo man Basketball spielen kann. Da hinten ist dann für Fußball. Das ist meistens genutzt von Mittel- und Oberschülern. Und da hinten, das ist der Schulhof für die Grundschüler. This is the court for the children to play. They can play soccer, basketball and football. Over there, they're primary school students.